weil die war ja sonst super teuer. Aber werde ich dann sehen, weiß ich noch nicht genau. Es dauert ja eh, bis jetzt alle in der neuen Auflage dann nochmal erscheinen. Ja, aber jetzt zu dem Band. Ja, Band 34 natürlich auch nochmal Achtung, Spoiler. Also da werde ich auch genauer drüber reden. Und sowieso, wenn man Hunter x Hunter bis hierhin nicht kennt, ergibt das sowieso alles keinen Sinn für einen. Also kann man dann auch gerne überspringen oder so. Ja. Jedenfalls, wie man ja schon am Cover sieht, ha, mit Hisoka und Kuroro darauf, gibt es jetzt endlich den großen Kampf zwischen den beiden, der schon länger anfällig ist. Ja, und der war auch echt cool. Also, wäre wirklich eine Sache, die ich gerne animiert gesehen hätte, weil der Anime ist ja an sich schon abgeschlossen. Auch wenn die Story da noch nicht abgeschlossen ist, aber es war halt wirklich an einem Punkt, wo ich auch finde, dass es okay ist. Also stört mich da nicht wirklich und ich bin eigentlich so zufrieden mit dem Anime. Der kommt ja auch bald raus. Ich habe ihn schon vorbestellt. Ich freue mich schon so ultra darauf. Oh mein Gott. Dann kann ich ihn zum dritten Mal rewatchen. Yay. Ja, jedenfalls. Ja, ist hier der Kampf drin zwischen den beiden und der war auch super cool. Allerdings muss ich sagen, war ich ein ganz klein bisschen verwirrt über Kuroros neue Fähigkeiten. Er hat die zwar erklärt, aber ich habe nicht alles verstanden. Der war dann so, ja, und hier kann ich dann noch mein Lesezeichen ins Buch legen, dann geht es hier so und dann habe ich noch hier was auf den Händen und dies und das, aber das geht nur, wenn das aktiviert ist und dieses geht nicht mit dem und ich war so, was? Moment. Ja, das war ein bisschen verwirrend. Also es wurde hier auch immer so nochmal so dargestellt in so Gedankengängen, als Hisoka auch so darüber nachgedacht hat, was er dann macht. Oh, aber ich war verwirrt. Aber es ist okay. Ich habe trotzdem an sich verstanden, was abgegangen ist. Und ja, ich wurde schon ein kleines bisschen gespoilert über diesen Kampf und hatte ein bisschen Angst über Hisoka, weil ich dachte, dass er vielleicht stirbt, weil ich so Ausschnitte gesehen habe, wo gesagt wurde, er stirbt und man hat ihn da so liegen sehen und ich war so, nein, mein Baby, nein. Aber ja, theoretisch kann man auch sagen, dass er gestorben ist, aber er hat sich dann ja wiederbelebt. Also hier war er so nach dem Kampf und ich war so, oh mein Gott, der Arme, guckt euch an. Ja, und dann hat er dann aber irgendwie so, ich weiß nicht, also so ein Nennen, das nach dem Tod verstärkt wird und dann hat er irgendwie mit seinem komischen Bungee-Gum-Nennen dann seine Organe wiederbelebt. So, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber gut, finde ich okay. Hisoka lebt, ich bin zufrieden. Ja, und dann hat er sich halt auch einfach wieder so hergestellt. Ich war so, okay, er ist so overpowered. Ja, und jetzt ist er halt irgendwie hinter den Spinnen her, weil er ja eingesehen hat, dass er Kuroro nicht einfach so besiegen kann. Der ist halt schon stark und ja, jetzt bringt er die halt so um. Also da hat er hier Kotopi umgebracht und wie hieß er gleich noch? Scharnak? Spricht man das so aus? Ja. Ich war schon so, oh damn, aber finde ich interessant, wo die Story hier hingeht. Und ja, im zweiten Teil, also hier, dann so, geht es ja jetzt um diese Story, wo diese Leute aufbrechen, um den neuen Kontinent da zu entdecken. Darüber ging es ja auch mehr im letzten Band und das finde ich ultra spannend. Ich bin so gespannt, was es mit diesem Kontinent auf sich hat, wenn die da endlich ankommen erstmal. Also das dauert ja jetzt erstmal noch. Jetzt sind die ja losgefahren und gleichzeitig geht ja dieser Kampf um die Thronfolge da los mit diesen ganzen Prinzen an Bord und da ist ja Kurapika mit drin verwickelt und da geht es jetzt auch so mehr um ihn, was ich auch super interessant finde, weil in dem Band kamen jetzt auch Gon und Killua gar nicht vor. Und ich finde es halt echt cool, dass bei Hunter x Hunter immer so, ja, man die Story so aus verschiedenen Blickwinkeln quasi sieht. Also, dass es manchmal sind wir bei dem Charakter und dann wieder bei dem anderen, also von der Hauptgruppe quasi. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool so. Also, dass man nicht immer von allen die ganze Zeit dabei sein muss. Und ich meine, in den vergangenen Arcs ging es ja schon viel um Gon und Killua. Ich meine, die sind ja schon auch wirklich die Hauptprotagonisten quasi. Aber ja, jetzt geht es auch mehr wieder um Kurapika, weil er ja schon, also die letzten beiden Arcs ist er ja fast gar nicht aufgetaucht. Also, ja, ne, war ja gar nicht. Ja. Naja. Ja, und dann gibt es noch eine Sache, die ich zu diesem Band noch erwähnen wollte. Und zwar, was die Namensumschriften angeht. Das finde ich immer wieder so ein bisschen schade bei einigen Sachen. Also, hier gibt es öfter mal so. Moment, das war hier so weiter vorne. So ein paar Zeichnungen zwischendrin, wo dann die Namen sind, ja. Also bei Hisoka denke ich mal, ist alles okay. Mit dem Nachnamen weiß ich jetzt nicht so genau, weil im Anime wurde der, glaube ich, nie so wirklich erwähnt. Aber hier bei diesem guten Herrn. Die Sache ist die. Also sein Name
Ich weiß, wie er ausgesprochen wird. Also ich habe die kan nicht Kanji, wird ja nicht mit Kanji geschrieben, die Katakana habe ich halt nachgeguckt. Und er wird Kuroro ausgesprochen. Aber ich denke mal, dass sein Name auch von einem Namen kommt, den es in der anderen Sprache halt gibt. Also deswegen wird er ja auch hier quasi Krollo gesprochen, aber ich weiß halt nicht, wie man das im Original quasi ausspricht. Das ist ja, der Name wurde ja so verjapanisiert quasi. Aber sein Nachname ist nicht Lucifer, sondern Lucilfa. Da ist ein L drin, den ich hier vermisse. Aber da, wie gesagt, da würde es noch irgendwie durchgehen, weil es, glaube ich, ein Name ist, der im Original halt nicht japanisch ist. Aber was mich gestört hat, war, Moment, wo ist sie? Ja, sie hier. Sie heißt Machi. Und nicht, wie es hier steht, Matti. Ich weiß, warum das da ist, weil es gibt halt zwei Umschriften für Japanisch in Buchstaben. Und in der einen Umschrift wird halt das Chi mit TI geschrieben. Es gibt diese Umschrift, das kann man halt machen. Es wird aber trotzdem Chi gelesen, nur das weiß halt keiner, der nicht Japanisch lernt oder so. Deswegen finde ich das ein bisschen doof, dass hier diese Umschrift verwendet wurde und dass dann vielleicht Leute denken könnten, dass sie Matti heißt. Und das finde ich so nicht cool. Ich verstehe generell nicht, es gibt einige komische Umschriften und ich meine, es ist eigentlich nicht so schwer, auch einfach im Internet nachzugucken. Also, dass man halt einfach das halt so einheitlich hat und man kann ja auch nachgucken, wie es im Japanischen geschrieben ist und wie es vor allen Dingen gelesen wird und dass man es halt irgendwie so umsetzt, dass man es auch richtig lesen kann dann. Weil es gibt eine Umschrift, die es mit T macht, es gibt aber auch die andere Umschrift, die auch eigentlich häufiger verwendet wird, weil sie logischer ist, die das mit Chi wirklich halt macht, also Chi geschrieben. Das ist eigentlich, wie man den Namen halt liest und ja, kann sein, dass ich da kleinlich bin, aber ja, gerade wo ich halt jetzt Japanisch lerne und mir solche Sachen auffallen, bin ich dann immer so, why? Warum wird sowas gemacht? Aber gut, ja, so viel dann zu dem Band und wir sind schon bei 40 Minuten. Eieiei, ich wusste, dass dieses Update lang wird. Ja, dann, ja, kommen wir mal zu noch ein paar gebrauchten Sachen. Ich glaube, ja, es müssen dann auch die ja, vorletzten gebrauchten Sachen sein. Ja, die waren, glaube ich, auch schon in dem einen Unpacking. Und zwar habe ich mir ein paar Bände Shaman King wieder geholt. Also, ja, hier Band 12, 13, 14 und 15. Also, ja, vier Bände. Ich hatte in dem Unpacking, glaube ich, gesagt, dass mir Band 11 noch fehlt, aber tatsächlich fehlt mir auch noch Band 10. Also, ich habe bis Band 9. Jetzt habe ich halt die hier noch dazu bekommen. Natürlich noch nicht gelesen, aber ja, die Reihe sammle ich auch so Stück für Stück. Da sind ja einige auch ziemlich vergriffen. Das wird noch eine Jagd, aber ihr wisst ja, sowas hält mich nicht davon ab. Wenn ich eine Reihe wirklich will, dann versuche ich es auch. Es gibt schon Grenzen auch, aber ich denke, da könnte man noch rankommen. Teilweise, wenn es nicht zu schwer ist, die Bände zu bekommen, ist es ja auch eigentlich ganz cool, den so hinterher zu jagen. Und dann freut man sich umso mehr, wenn man es dann endlich komplett hat. Aber natürlich, wenn es dann schwerer wird, die zu bekommen, ist es schon ärgerlich auch. Aber ja, aber ich sehe öfter mal ein paar Shaman King Bände. Deswegen, wenn es wieder mal ein paar mehr gibt, werde ich wieder zugreifen, ja. Und die hier sind in sehr gutem Zustand, wirklich. Also ja, dafür, dass die hier gebraucht sind. Ja, und dann habe ich noch einige Bände gekauft. Da waren jetzt auch nicht alle in dem Unpacking. Ich zeige auch einfach die komplette Reihe nochmal. Band 5 und 7 hatte ich auch davor schon, also vor diesem Update hier. Aber ich zeige es halt nochmal alles komplett, da ich die Reihe jetzt auch komplett habe. Und zwar ist das hier She, the Ultimate Weapon, 1 bis 7, damit abgeschlossen. Ja, ich zeige nochmal die einzelnen Cover, ups. Ja, und zwar hatte ich mir dann einige Bände geholt und dann dachte ich mir, okay, jetzt fehlt mir nur noch Band 1 und 2. Und ich habe die dann auch super günstig gesehen. Also allgemein kommt man an die Reihe eigentlich noch ziemlich gut ran. Dann dachte ich mir, okay, jetzt kaufe ich es halt einfach zu Ende, damit ich es dann halt auch endlich lesen kann. Ja, die Cover sind auch eigentlich ziemlich schön immer. Ja, nur ich bin super zwiegespalten, was diese Reihe angeht. Es ist wirklich komisch. Also, es hatte ich selten, dass ich eine Reihe. So, dass ich wirklich nicht wusste, ob ich die jetzt gut finde oder nicht. Also eigentlich allgemein fand ich sie schon gut, aber es haben mich halt auch ein paar Sachen dran gestört. Und es ist ja wirklich sehr komisch. Also ich muss noch mal länger darüber nachdenken, ob ich sie auch behalte. Aber ich gehe schon davon aus, zumindest,
Zumindest werde ich sie erstmal behalten. Also, ich weiß nicht, was vielleicht noch in Zukunft irgendwann passieren könnte, aber ja, also zu der Reihe jetzt so von der Story auch. Ja, also wer nicht weiß, worum es geht. Ich hatte halt was komplett anderes auch erwartet. Ich hatte irgendwie mehr was mit Action erwartet auch, weil es ja die Ultimate Weapon ist. Und dann dachte ich so, okay, mehr mit Kampf und sowas auch. Aber es fängt einfach auch an mit einer Liebesgeschichte. Und das ist eigentlich auch im Grunde, die ganze Reihe ist eine Liebesgeschichte. Was ja nicht unbedingt schlecht ist, aber ja, ich bin ja allgemein nicht so der Romance-Leser. Auch wenn ich das jetzt nicht immer so als Ausrede sagen will, ich weiß nicht, ich sage das irgendwie recht oft. Aber ich fand die dann doch auch teilweise sehr kitschig. Ich weiß nicht, kann sein, dass anderen Leuten die Liebesgeschichte mehr gefällt. Aber ja, also es geht halt darum, dass hier unsere ja, Hauptcharakterin ist Cheese. Und sie kommt am Anfang der Story mit Shu zusammen, also Shu-chan, zusammen. Und sie sind erst beide noch so unbeholfen, weil sie bisher noch nie in einer Beziehung waren und so. Aber ja, lernen sich dann doch lieben. Und dann halt irgendwie auf eine sehr mysteriöse Art und Weise wird sie zur ultimativen Kampfmaschine. Also irgendwie das Militär hat dann irgendwie ihren Körper verändert. Ich weiß auch nicht so genau. Es wurde nie erklärt, wie es direkt dazu kam. Also es war einfach irgendwie so, ja, die vom Militär haben sie halt so verändert. Aber ich bin so, können die sich einfach so random Leute aus der Bevölkerung nehmen und die so verändern oder was? So, ja, also ihr Körper ist dann irgendwie so, dass sie auf der Brust irgendwie so eine Art Narbe hat und da kommen dann irgendwie so Waffen auch raus und sie kriegt dann auch so mechanische Flügel irgendwie und kämpft dann halt im Krieg, weil da ist halt Krieg. Ja, und er kriegt es dann halt raus und dann ist es so ein Geheimnis zwischen den beiden, mit dem die dann halt auch so klarkommen müssen. Und über die Serie hinweg verändert sie sich sehr, also so körperlich sowie auch ja, von der Persönlichkeit her dann. Also das verändert sie alles sehr. Und ja, darum geht es halt eigentlich grob. Und ja, zum Ende will ich jetzt nicht spoilern, aber es. Also es hatte schon auch eine sehr tiefe Message. Ich habe es schon auch so verstanden, aber mir hat halt so das Drumherum irgendwie nicht so gefallen teilweise. Ich weiß nicht. Also ich war halt nicht so ein mega Fan von der Liebesgeschichte. Auch weil, ja, Schuh so teilweise, also er ist nicht direkt fremd gegangen, aber da waren so ein paar Sachen, wo ich so war, fand ich nicht so cool, was er da so gemacht hat. Also, ja, es ist so ein bisschen komisch. Und ja, weiß nicht. Ich kann noch erwähnen, genau, ich war ein bisschen überrascht, irgendwie, wie offen die Leute da die ganze Zeit auch über Sex geredet haben. Und vor allen Dingen, weil halt auch, wie man auch hier so sieht, der Zeichenstil ja schon, also die sind wirklich sehr niedlich und kindlich auch gezeichnet. Und da sind aber dann teilweise halt auch so Sexszenen drin. Und ich fand das ein bisschen komisch, ich weiß nicht, weil die halt alle so kindlich aussahen. Aber naja, ich meine, an sich ist es ja gut, dass sie nicht so verklemmt damit waren. Aber ja, ja, ansonsten zum Ende weiß ich jetzt nicht, was ich so noch ohne Spoiler auch irgendwie sagen könnte. Aber auch mit wüsste ich nicht direkt irgendwie. Ich weiß nicht. Es war ein bisschen komisch. Also die Reihe ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr vielen Leuten gefallen könnte. Also allgemein kann ich die schon empfehlen. So persönlich weiß ich halt nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also es war auf jeden Fall interessant zu lesen, hat mich unterhalten. Aber ich fand, in der Mitte hat sich es auch ein bisschen gezogen, weil dann halt viel einfach nur von ihrem alltäglichen Leben immer so berichtet wurde, was ich halt nicht ganz so interessant fand. Weiß nicht. Naja, es war auf jeden Fall mal was anderes. So. Dann habe ich noch zwei Neuheiten. Und zwar zum einen Parasite Band 8, der Abschlussband. Ja, also man merkt, in diesem Update sind auch viele Sachen, zu denen ich einiges zu sagen habe. Das wird zwei lange Parts geben, ja. Aber naja, kommt auch mal vor. Deswegen mache ich auch die Updates, wenn ich viel zu sagen habe. Ja, ja, also Parasite, der Abschlussband, daher hier auch Achtung, Spoiler. Ich meine, da kann man ja sonst auch nichts zu sagen. Ja, also hier in Deutschland ja mit 8 Bänden abgeschlossen. Im Original waren es 10, aber im Nachwort wurde auch, glaube ich, nochmal gesagt, dass es auch in Japan eine bestimmte Auflage irgendwie gab, die dann auch 8 Bände hat und daran hat sich halt die deutsche gehalten. Was ich auch gut finde, dadurch sind ja die einzelnen Bände dann auch schon billiger. Also ich meine, an sich trotzdem ist ja auch bei Planet und ist ja auch dicker. Ja, 9 € pro Band, aber finde ich okay. Ich meine,
Wenn es noch zwei Bände mehr gegeben hätte und ich bezweifle, dass die groß billiger gewesen wären, ist es im Insgesamten dann ja schon billiger. Ja, ansonsten, ich kannte das ja natürlich auch alles schon vom Anime, aber ich finde, der Manga hat auch nochmal so eine andere Atmosphäre irgendwie. Also es ist schon nochmal anders, das zu lesen. Und ja, der Kampf gegen Goto am Ende natürlich sehr spannend. Ich finde es auch einfach cool, wie man halt so gesehen hat, wie Migi sich verändert hat und dann auch für Shinichi quasi sein Leben gegeben hat. Und ja, auch die ganze Sache mit der Umwelt nochmal, weil so ein großer, ja, doch ein relativ großer Punkt auch von Parasite war ja auch diese ganze Theorie, woher halt die Parasiten kommen. Ich weiß nicht, ob viele das halt so in dem Manga gesehen haben. Ich meine, man kann den Manga auch einfach nur lesen, weil man Action mag und die Story so an sich cool findet, aber es ist ja auch vom Autor war es ja auch so vorgesehen, dass es halt auch darum geht, sich darüber Gedanken zu machen, woher die Parasiten kamen und dass der ja auch eine Theorie war, dass sie halt auf die Erde kamen, um die Menschheit zu dezimieren. Gott, Wörter. Dezimieren, ja. Weniger machen. Ja, weil halt die Menschheit quasi den Planeten zerstört, also Stichwort so Umweltverschmutzung und sowas. Und ja, also das Goto ist ja dann halt auch am Ende gestorben durch eine Art Gift, also was ja da von Menschen in die Umwelt gekippt wurde, ja, als Shinichi ihn halt hier mit diesem Nagel getroffen hat. Und ja, das fand ich auch schon mal eine gute Message. Ja, ansonsten, ja, fand ich halt auch schade, dass Migi am Ende sich natürlich so zurückgezogen hat. Und aber es war auch nochmal interessant zu sehen. Also alles sehr interessant. Ich mag auch immer diese Zitate hier oben. Das fand ich auch, ja, gutes Zitat, ja. Und was ich auch an diesem Band nochmal irgendwie so toll fand, war einfach das Nachwort. Ich weiß nicht, ich war irgendwie so begeistert von diesen Nachworten. Generell ist ja bei Parasite immer so eine Sektion, wo dann Fragen beantwortet werden vom Autor. Hier so, da waren auch noch mal einige sehr interessante Sachen dabei jetzt im letzten Band, wo auch teilweise Leute irgendwie die Story auch so zusammengefasst haben und es einfach meinten, so wie cool das war und ja. Und dann halt noch mal gab es hier noch mal ein sehr langes Nachwort vom Autor, einfach so generell. Wo halt meinte, dass er eigentlich findet, dass alles so bei Parasite so grundlegend so gelaufen ist, wie er wollte. Und er jetzt aber auch so meinte, ja, er weiß nicht, wenn er dann jetzt nochmal einen Manga zeichnet und so, dann muss er ja gucken, dass das irgendwie Parasite übertrifft oder halt einfach was anderes ist und nicht irgendwie so ein Abklatsch wird oder so. Generell, was er so alles gesagt hat, fand ich sehr interessant. Kann ich jetzt nicht nochmal alles mich an alles erinnern, aber ich, ja. Und auf dieser Seite, das Nachwort fand ich halt echt lustig. Weil da hat er dann nochmal so ein bisschen erzählt. Er hatte sich nämlich ein Messer gekauft, um dieses Messer hier aus dem letzten Kapitel hier, dieses hier, zu zeichnen und hatte sich halt selber eins gekauft, auch so ein richtig schweres, scharfes Messer. Und der hat dann irgendwie, war er so betrunken mit seinen Freunden und hat mit diesem Messer rumgespielt und war so, wow, er wundert sich, ob das Messer wirklich so scharf ist und hat dann irgendwie angefangen, so eine Tüte zu zerschnippeln. Damit, also so darauf einzustechen irgendwie und hat sich dann aus Versehen von seinem Finger die Fingerkuppe abgeschnitten. Und dann aber so seine Reaktion war halt nicht so, oh mein Gott, meine Fingerkuppe oder sowas, sondern war so, wow, dieses Messer schneidet ja wirklich gut. Das fand ich irgendwie so lustig und dass er dann auch einfach, als er dann halt das so verarztet hatte und so, dann dachte er so, ja, da bleibt jetzt bestimmt mega die Narbe zurück, aber er findet das eigentlich gar nicht schlimm, weil es wird ihn jetzt immer an Parasite erinnern und so. Und da war er regelrecht traurig, als dann am Ende alles wieder verheilt ist. Und ich war so, ja, schön. Ja, und genauso fand ich es dann auch nochmal cool, hier ganz am Ende, hier gab es nochmal ein irgendwie so Gastkommentar, also hier irgendwie von Shunsuke Tsurumi. Ich weiß nicht, wer er ist. Keine Ahnung, ein 80-jähriger Mann, der hier irgendwie erzählt hat, wie er Parasite vor 10 Jahren, also mit 70, dann gelesen hat. Nach einer Herzoperation, wohl bemerkt, wo der Arzt zu ihm meinte, er soll sich ausruhen. Aber dann hat er angefangen, Parasite zu lesen und musste es über Nacht fertig lesen, auch wenn es auf Kosten seiner Gesundheit ging. Und ich war so, okay, hardcore der Typ. Also, ja, und dann hat er so gemeint, so, ja, es gab selten irgendwie ein Buch, das ihn so beeindruckt hat wie Parasite. Und dann hat er nochmal irgendwie von einem erzählt, dass er dann als Junge gelesen hat. Und zwar
In einem Buchladen hat er sich irgendwie in die Hocke gesetzt und dieses ganze Buch in einem Rutsch durchgelesen, bis die Sonne unterging. Und ich fand dieses Bild irgendwie so lustig. Und dann meinte er auch so, ja, damals war er natürlich erst 15, da konnte er einfach so ein ganzes Buch in der Hocke lesen. Und ich dachte mir so, ich kann sowas ja heute nicht. Also wahrscheinlich meinte er mit Buch auch eher Manga. Also, aber trotzdem, ich brauche so maximal vielleicht eine Stunde, um Manga zu lesen. Und eine Stunde in der Hocke ist schon nicht schlecht. Also. Ja, ich weiß nicht. Also die Kommentare am Ende fand ich sehr toll. Also weiß auch nicht warum. Das musste ich einfach erwähnen. Und ja, generell wirklich ein toller Manga, den ich nur empfehlen kann. Auch wenn man den Anime schon kennt, da hat mir der Manga hier auch sehr gut gefallen. Und der Anime ist ja jetzt auch erschienen. Den werde ich mir auch noch kaufen, weil den habe ich auch schon zweimal gesehen und werde ihn auf jeden Fall auch nochmal gucken. Daher, ja, ich weiß nur noch nicht wann. Weil ich im Moment nicht so viel Geld habe, weil ich diesen Monat einiges ausgegeben hat, was man ja bei The Breaker und so gesehen hat. Ja, okay, so viel dazu. Ja, dann kommen wir zum letzten Manga. Ich hoffe, es gibt nicht noch einen dritten Part oder so, aber ich denke, das müsste eigentlich noch hinhauen. Ja, und zwar haben wir hier In These Words Band 3 endlich. Das hat ja so, ja, länger jetzt gedauert, aber ja, sehr froh, dass der jetzt endlich hier erschienen ist. Und natürlich gab es auch wieder tolle Prints dazu. Und zwar als erstes hier das hier, wo ich mich sehr gefreut hatte, weil ich ja bei meinem Vergleichsvideo auch so meinte, ich hätte das hier echt gern nochmal als Print, weil es gab es ja als Farbseite in der einen Variante bei Tokyopop. Ja. Und dann das hier noch. Und das hier, ja. Ich hatte leider das Pech, dass bei mir erst dieses Print hier nicht drin war. Und ich hatte extra einen Umweg gemacht, als ich von der Uni nach Hause gefahren bin, um mir den Band zu holen. An dem Tag, als er rauskam, weil ich es nicht erwarten konnte. Und dann musste ich am nächsten Tag ihn umtauschen gehen, weil ein Print gefehlt hat. Richtig ärgerlich, aber gut. Ja, allgemein zu der Story. Also, was die Story angeht, ging es eigentlich nicht vorwärts in dem Band, denn der ganze Band war ein Flashback, aber das war auch nötig. Weil in dem Band hat man jetzt erfahren, wie Katsuya überhaupt in die Hände des Täters da gekommen ist. Und dann auch noch mal einiges aus der Zeit, wo er halt festgehalten wurde von ihm. Da hat man ja auch im ersten Band immer mal wieder so ein paar Rückblicke gesehen, aber hier jetzt war es noch mal alles so komplexer, also auch über einen längeren Zeitraum und alles. Und dann halt auch, wie er ihm lebend entkommen ist. Und ja, das fand ich ultra interessant. Und ja, weil man hatte ja auch schon jetzt gewusst, dass er hier auf dem Cover nicht der richtige Täter ist. Und ja, also das halt, also vielleicht soll ich es nochmal, Achtung, Spoiler oder so, aber ich meine, es ist der dritte Band, ja. Ja, also man wusste ja, dass die jetzt im zweiten Band dann, dass die halt so eine Affäre zumindest am Laufen hatten oder auch eine Beziehung irgendwie dann. Und aber er konnte sich ja nicht mehr an ihn erinnern und ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie das jetzt so ist. Also ich meine, man weiß ja jetzt schon, warum er dann auch die Erinnerung verloren hat, wahrscheinlich wegen der ganzen Sache halt. Aber ja, wie es halt jetzt in der Story weitergeht und konnte sich dann ja auch eigentlich erinnern, wieder dann am Ende, also in der richtigen Timeline, sage ich mal, also nicht im Flashback. Und ja, also guck mal, ob ich hier vielleicht ein bisschen reinblättern kann auch. Ja, also, ha, ich habe mich so sehr gefreut, dass der jetzt endlich rauskam und ja, wirklich ein sehr guter ja, Psycho-Thriller mit Boys Love und ja, Boys Love Elementen, also ja. Es geht ja schon mehr um den Fall. Ja, und am Ende gab es dann auch noch mal eine kleine Bonus-Story in geschriebener Form. Ja, halt einfach noch mal über Katsuya und wie hieß er noch mal? Hier, Kenji. Ja, das war auch noch mal ganz nett. Es kommt ja jetzt auch bald noch ein Novel zu der Story auch noch mal raus, also so hintergrundmäßig. Ich weiß noch nicht so genau, was es ist, also wird man dann ja sehen, inwiefern das zusammenhängt, aber hat auf jeden Fall was damit zu tun und ja, da freue ich mich dann auch drauf. Ich glaube, das kam es nicht schon diesen Monat, also im Juli dann jetzt. Mal sehen.